Sie sind hier, 14. August 2018, 7.18 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern. Der ehemalige Bundesliga-Profi Jorginho wurde bei Vasco da Gama entlassen. Urheberrecht Getty Images. Die brasilianische Serie A setzt in Sachen Trainerwechsel neue Maßstäbe. 18 der 20 Vereine haben noch vor der Saisonhalbzeit schon den Trainer getauscht. Die Trainer der brasilianischen Fußball-Erstligisten sitzen in dieser Saison auf wackeligen Posten. Von den 20 Liga-Clubs hat es lediglich bei den Spitzenvereinen Grêmio und Internacional aus Porto Alegre sowie Cruzeiro Belo Horizonte in diesem Jahr noch keinen Wechsel auf der Trainerposition gegeben. Der frühere Bundesliga-Profi Jorginho ist das jüngste Opfer der Entlassungswelle. Der 53-Jährige, der zwischen 1989 und 1995 bei Bayer Leverkusen und Bayern München aktiv war, fuhr in seinen gerade einmal 10 Spielen mit Vasco da Gama 4 Siege in 3 Wettbewerben ein und wurde am Montag Ortszeit freigestellt. Brasilien 18 Trainerwechsel vor Rückrunde. Für Jorginho ist es bereits der zweite vorzeitige Abgang der Saison, nachdem der Weltmeister von 1994 Anfang Juni Sir ASC aus Fortaleza nach nur 3 Spielen auf eigenem Wunsch verlassen hatte. Damit gab es insgesamt bereits 18 Trainerwechsel in der Liga. Nach dem Saisonstart Mitte April fand ein Drittel der Trainerwechsel noch vor der WM-Pause statt. 4 Teams nutzten den Freiraum während der Weltmeisterschaft zu einer Kurskorrektur. Nun schon 8 Vereine zogen die Notbremse, aber erst nach Wiederaufnahme des Spielbetriebs am 18. Juni, vor dem letzten Hinrundenspieltag, liegt die Liga damit bereits über der Zwischenmarke des Rekords aus dem Jahre 2015, als am Ende der Saison 32 Trainerwechsel gezählt wurden. Von Sportinformationsdienst.